Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scrap Challenges. Wie immer mit den üblich Verdächtigen, dem Juli, dem Leon und meiner Wenigkeit. Und nachdem ich ja die letzte Folge haarscharf für mich entscheiden konnte, bin ich jetzt Moderator und habe mir was überlegt für die anderen. Ja, die war wirklich haarscharf. Ja, ja. Ja, Leon kriegt erstmal eine Schubdüse auf den Kopf. Ich dachte, vielleicht gibt es mir einen Denkschub. Also, heute gibt's jetzt nichts in der Arena hier, direkt zumindest. Sondern, ja, Juli, wie du vorhin schon gesagt hast, da hinten hast du irgendwas gesehen. Ziel ist es, wenn ihr jetzt mal nach hinten guckt, gut, Leon hat noch einen Hügel dazwischen, den hohen Berg da hinten zu erklimmen. Ja, also ihr startet dann hier quasi auf dem Grün, geht dann hier auf den braunen Weg und den Weg verlasst ihr dann nicht. Der geht durchgehend bis oben hin mit ein paar Abzweigungen und so weiter und so fort. Wie gesagt, Ziel ist es dann mit auf diesem braunen Weg den Berg zu erklimmen. Oben auf dem Berg steht so eine kleine Tafel mit drei Blöcken, die man mit Buchstaben oder Zahlen beschreiben kann. Ihr müsst dann einen Code noch eingeben. Einen Code könnt ihr auch irgendwo auf der gesamten Piste finden. Ihr müsst den Code suchen und wenn ihr den habt, könnt ihr hochfahren, den Code eingeben und der Erste, der oben ist, mit dem richtigen Code, der hat gewonnen. Der Weg geht hier vorne nach rechts und nach links. Ja. Es kann nach rechts oder nach links gehen. Das ist eure Entscheidung. Ihr müsst nur auf diesem Weg bleiben. Wir könnten theoretisch uns einfach einen Helikopter bauen und dem Weg folgen, oder wie? So, das sind genau die Baubeschränkungen, auf die ich nur einkommen wollte. Auch klärt. Euer Fahrzeug darf logischerweise nicht fliegen. Es soll rollen oder ein bisschen über dem Boden schweben. Das ist egal, es soll nicht fliegen. Wenn ich drunter laufen kann, gilt es als fliegen und wäre nicht legitim. Darf es explodieren? Es spricht theoretisch nichts dagegen, aber es wäre eher kontraproduktiv. Du darfst das Fahrzeug vom anderen nicht explodieren. Wenn du dein eigenes Fahrzeug explodieren möchtest, meinetwegen. Genau. Bauzeit habt ihr jetzt eine halbe Stunde. Ich gebe euch noch den kleinen Tipp mit auf den Weg, baut nicht zu groß. Weil sonst könnte es schwierig werden, an manchen Passagen durchzukommen. Das ist der einzige Tipp, den ich euch gebe. Ja. Okay, also ich wäre an der Position. Also wenn für euch alles klar ist, dann würde ich sagen, eure halbe Stunde fängt an. Okay. Und ja. Movest du uns oder müssen wir es selber machen? Ja, ich move euch. Viel Spaß. Okay. Danke. Werde ich jetzt schon nicht haben. So, ich hoffe, das war jetzt alles mehr oder weniger klar. Es war absolut chaotisch, aber gut. Sie dürfen nicht fliegen, sie müssen hoch, sie müssen Code eingeben. Ja. Hi, servus. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ich werde deinem Tipp nachgehen und werde nicht groß bauen. Gut. Das ist jetzt so mal das Erste. Also du siehst ja schon die Grundkonstruktion. Ja, das ist etwas kleiner als meine Rakete hier. Genau, sagen wir hier erstmal die Lenkung. Ja, das ist gar kein so schlechter Anfang mit der Lenkung. Ich wollte auf jeden Fall, nicht so wie bei dir, ich mag immer gerne eine Vorder- und eine Hinterradlenkung. Ah ja, nur müssen die noch eingestellt werden. Ja, und zwar die vorderen. Ja, die vorderen müssen noch eingestellt werden. Okay. Also wirklich klein und kompakt, sogar ohne Motor? Ja, nein. Nein. Da gab es ja überhaupt keine Einschränkung, wa? Nö. Eigentlich nicht. Und noch irgendwie einen Plan für Sonderequipment oder so? Tatsächlich würde ich da eher recht wenig machen. Vielleicht noch ein paar Schubdüsen mit reinnehmen, dass man vielleicht auch, sag ich mal, ein steileres Stück hochkommt.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leon wieder etwas sehr Unsteuerbares. Ach du Scheiße. Ja, so viel dazu. Unsteuerbar, ja. Ja, okay. Moment. Ich glaube, die Gewichtsverteilung muss noch ein bisschen angepasst werden. Das auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall hinten zu schwer. Ich kann, was ist, wenn ich jetzt einfach hinten wieder zwei Stufen geringer mache? Ay, caramba. Wie öffnet man nochmal den Chat hier? Enter. Ui. Ah, stimmt, Enter. Okay. So, die ersten 5 Minuten sind so. Ja. Also, Juli baut wirklich sehr kompakt. Mal gucken, was Leon hier macht. Auf jeden Fall bei Juli ein interessanter Ansatz, für jeden Reifen einen Motor zu machen. Also, Kraft wird er haben. Und Leon baut genauso kompakt. Leon baut sogar noch das wobbelt? Hat er da ein Kugellager dazwischen? Lol, das vordere... Okay, das ist Hammer. Funktioniert wahrscheinlich nur nicht gerade so, wie er sich das vorgestellt hat. Das sieht aus, als wenn die Lenkung gerade nicht so tut, wie du willst. Ja, ich bin auch überlegen, wie ich die Lenkung zum Lenken kriege. Quasi. Ja. Aber du hast ich habe gesehen, du hast das vordere Teil, das ist, also das schwenkt hin und her. Das ist ein interessanter Ansatz. Ja, du hast gesagt, wir müssen uns klein machen, also brauche ich mir ein Motorrad. Ja, das ist kompakt. Ein Motor, 3 Reifen, 10 Blöcke, fertig. Ja, ich wollte den eigentlich kleiner machen, aber. Noch kleiner. Und du liegst sogar drauf, geil. Ja, kannst du auch mal dich aufsetzen und gucken. Ja, Gummi. Wunderschön. Ui, 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 ui. Uff. Okay, ja. Du siehst, der Motor hat es in sich. Ja, ich glaube, da muss auch noch ein bisschen Gewichtsverlagerung. Ja, ich habe ihn jetzt eigentlich gerade nur auf maximal gestellt, damit er mich nicht wegjagen kann. Ah, okay. Ja, gut. Und du hast auch schon irgendwie einen Plan, wie das genau laufen soll nachher. Ja, ich fahre einfach hoch und gut ist. Nicht vergessen, dass du auch einen Code finden musst. Naja, amüsier dich noch ein bisschen. Ja. 10 Minuten sind rum. Schon, ei. Ei. Sehr, sehr interessanter Ansatz mit diesem Vorderteil, was da hin und her sich bewegen kann. Ich bin mal echt gespannt, ob er das hinkriegt. Dass das tatsächlich funktioniert. Es sieht auf jeden Fall mega aus, finde ich. So. Ich habe hier sogar ein wunderschönes Fliegedings mir vorbereitet und farblich sogar angepasst. Moment. Ja, nettes kleines Fliegeding, mit dem ich hier das Geschehen von oben beobachten kann. Sieht man da unten Juli sein winzig kleines Ding und da hinten Leon sein winzig kleines Ding. So, ich gehe mit euch nur ganz kurz hier einmal die Piste entlang. Also es fängt ja hier schon mal an, rechts oder links. Wenn sich einer entscheiden sollte, hier nach links zu fahren, dann geht es hier ein bisschen abseits in den Wald rein, macht hier einmal eine Kurve und das war's. Mal hoffen, dass hier einer gleich nach links abbiegt. Das wäre auf jeden Fall schön für den Fail. Und wenn nicht, geht es dann hier nach rechts. Dann hast du hier gleich auch wieder die Entscheidung, rechts oder links. Hier allerdings, wenn man nach links abbiegt, kommt man hier an so eine kleine Tafel. An so eine kleine Tafel, wo etwas draufsteht. Es wäre natürlich zu schön, wenn das der Code wäre. Ist er natürlich nicht. Ja, das ist hoffentlich, um die Leute zu verwirren, dass sie denken, geil, ich habe einen Code gefunden, dass die dann so schnell wie möglich hoch wollen und dann hier oben feststellen müssen, dass
um einen dreistelligen Code handelt. Das habe ich den Jungs natürlich nicht gesagt, weil sonst wissen die ja gleich, dass Niku da unten falsch ist. Und mehr zeige ich euch auch nicht. Wenn ich schon hier bin, gehe ich dann gleich wieder zu Juli und guck mal, was der zu erzählen hat. Wie sieht's aus? Der hat sein Fahrzeug deutlich schwerer gemacht. Okay, ja. Mit drei Schubdüsen hier hinten. Immer noch den vier Motoren. Du hast dein Fahrzeug ein bisschen schwerer gemacht. Ja. Ja, was? Ich sollte nicht so kompakt bauen, da komme ich mit meinen Strichen nicht mehr klar. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht hätte ich den Tipp mit kompakt bauen nicht geben sollen. Ach, Quatsch. Das wäre, glaube ich, nochmal eine Nummer interessanter gewesen, wenn da was zu Großes bei rumgekommen wäre. Okay, aber mit dem Hin und Her scheinst du das geklärt zu haben. Und Leon hat gerade eine Frage. Fertig. Du bist fertig. Nee. Das war's da weg. Aber ich mache schon einen guten Fortschritt gemacht. Ja? Ich kann mich lenken. Lenkt dein Teil dann mittlerweile? Ja, ich habe ein bisschen was verändert, aber es lenkt. Das sieht auch ganz cool aus eigentlich dabei. Okay. Dann komme ich mal kurz vorbeigucken. Zeig mal, was du gebaut hast. Ich sehe mehr Reifen. Ah ne, doch, mehr Reifen. Ja, gerade mal aus Langeweile und aus Überlegung. Und Knicklenkung, weil ich es kann eben. Ja. Und die sind nicht getrieben, die Räder hier vorne? Noch nicht, ich bin auch am Experimentieren. Ah, okay. Aber du siehst, es funktioniert relativ ziemlich gut. Zumindest fährt es jetzt, ja. Und ich glaube, ich werde dem Ding einfach noch ein bisschen Gewicht verpassen, weil das... Nach den 10 Minuten kommt ihr dann zu der Plattform und dann gibt es weitere Erklärungen. Da weiß ich auch nicht mehr. Schluss. Ende. Fahrzeug bitte speichern. Ja, Windows. Ich hab's mitbekommen. Wir sehen hier, der Leon hat's auf eine Knicklenkung in der Mitte gesetzt. Und mit Vorderradantrieb. Dafür aber gleich mit vier Rädern vorne. Und einem Motor. Damit ich nicht umkippe. Ja. Juli, dann zeig mal dein wunderschönes Unfall. Fahrzeug. Ja, klein und kompakt. Mit Hupen. Kannst du auch hupen? Bitte sag mir, dass du hupen kannst. Ja, hier. Ich kann. Ja. Also. Wenn ich dann jetzt gleich nachher los sag, dann... Moment. Ja? 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 Ja! Knapp, aber es passt. Oh nein. Das kann ja was werden. Wenn ich gleich los sag, dann geht hier einfach das Rennen, sag ich mal, los, bis der erste halt oben mit dem Code am Berggipfel ist. Ach ja, scheiße, den Code in der Während dieser Zeit ist es euch sogar auch erlaubt, Änderungen am Fahrzeug zu machen. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr wo nicht vorbeikommt oder so. Aber wenn ihr Änderungen an eurem Fahrzeug unternehmt, habt ihr dann jeweils eine Strafzeit, sag ich mal, von 10 Sekunden, wo ihr stehen bleiben müsst. Wenn ihr umkippt und euer Fahrzeug neu aufstellen müsst, gibt es auch 10 Strafsekunden. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Fuck, ich hab die falsche Taste gedrückt. Und wenn ihr vielleicht irgendwie mal einen Code findet oder so, wäre es natürlich vielleicht nicht ganz schlau zu sagen, hey, ich habe einen Code. Was macht mein Auto? Am besten fahren, hoffe ich noch. Ich stehe, also nur mal so, ich stehe hier noch am Start, ja. Leon? Ja? Die haben den Weg verlassen. Ach ja, stimmt, der war das. Komm schon! Au.
Ey, au. Ich seh nix. Alter. Noch mal hin, Nico. Dort, auf den entweder Berg. Dort, wo du rausgefallen bist oder auf die Plattform. Hallo, Leon. Hier ist Ende! Hallo. Ah, fuck off. Wäre ich am Anfang doch bloß richtig gefahren. Oh, shit, die Kagi. Oh Mann, du Dreckskarre, Mann, was machst denn du eigentlich? Außer nichts. Deinen Befehlen folgen. Da weißt du Bescheid, ne? Oh Gott. Ich sehe, bei Juli geht's ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hab ich noch einen Zeitvorteil, ey? Ja, ja, nein, nicht schon wieder. Du lagst doch gerade schon auf dem Kopf. Uff, Kacke. Komm, gib Gas. Du hast extra Schubdüsen. Tricksteil. Komm schon. Au. Scheiße, wäre ich bloß nicht Leon gefolgt am Anfang, Mann. Ich komme. Warum ist da ein Dings? Wir hatten hier so eine Dings-Plattform gebaut. So, wie hast du... Man kann nicht weit weg vom Schuss kommen, Nico. Wie meinst du weit weg vom Schuss? Ich bin so ein bisschen ab vom Schuss, glaube ich. Das kommt, dann fällt wieder zurück. Also du kannst dich nicht verlaufen. Auto, ich lenk nach rechts und das Ding fährt nach links. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Der hast du falsch gestellt. Das ist der Hügel. Schönen guten Tag. Hä? Wieso kommst du mir jetzt schon wieder entgegen? Weil ich... Gott, verzupp dich. Hä, hey, Nico, es gibt keinen Weg nach oben. Doch. Fuck off, es gibt auf. Keinen Weg nach oben. Verdammt. Doch. Garantiert gibt's einen Weg nach oben. Einen so braunen Weg. Ja. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo der ist, wetten. Hä? Ich glaube nämlich, meine Idee war richtig, nur die Ausführung noch nicht so ganz. Ich komm aus dem Weg. Au, verdammt noch eins. Oh Mann, ey. Leon hat sein Fahrzeug verlassen, bitte 10 Sekunden stehen bleiben. Glonk. Oh. Ich bleib rollen, gilt das? Alter. Also wir dürfen diesen braunen Weg, auf dem ich gerade bin, nicht verlassen. 10, gut. Ja, genau. Oh, holy shit. Oh nein. Jetzt bin ich in der Einstellung vom Benzinmotor. Wie hast du das geschafft? Ich bin ausgestiegen. Oh, scheiße. Dann bleiben Sie mal 10 Sekunden stehen. 3... 4, nein, Leon! 7, 8, 9, 10. Komm, Auto, gib Gas, du legst hinten dran. Nein. Komm, zeig, dass du Eier hast. Holy sh... What? Was ist das für eine... Spaß. Hast du hier einen grünen Pfeil hingemacht, du Sau? Ja, ich hab nicht. Nein, das war Nico. Du Schwein. Hast du auch geguckt, wo der hinzeigt? Ja, geradeaus. Aha. Alter, Auto! Sicher, dass man dir nicht den Führerschein wegnehmen sollte? Ich habe ja auch ein gescheites Auto in echt. Alter, holy shit. Komm schon. Schubdüse! Gilt das ja auch noch als brauner Weg, Nico? Ja, für die... Kannst ja mal vorbeifahren. Bis. Weil der ist, wird halt grün, deswegen frage ich. Ja, der ist noch 2 Meter braun und dann war's das. Oh Gott, verdammt noch ein. Hör auf zu laufen, du Fettsack. Fuck. Ich will von Leon wegfahren. Leon, ich guck schon mal, ob das richtig ist hier, wa? Nein. 10, Abflug. Oh scheiße, Leon, fahr unten lang, hier ist falsch. Oh fuck. Da fährst du auch wieder. Hier werden die Tipps weiter. Hier werden die Tipps ausgeteilt. Nicht da runterfallen, nicht da runterfallen, nicht da runterfallen, nicht da runterfallen. Hab ich nicht sowas wie Shift Nitro oder sowas? Alter, als ob du Kackhaufen jetzt hier Dinger eingebaut hast. Also,
Was hat er jetzt schon wieder eingebaut, ey? Okay. Ich meine, theoretisch hast du den grünen Pfad verlassen. Was für einen grünen Pfad? Mit dem, den wir fahren sollen. Ich bin auf dem Pfad. Auf dem Pfad ist ein sehr dehnbarer Begriff, aber ja, im Endeffekt. Leon, warum hast du nicht umgedreht? Ich habe gesagt, hier ist falsch. Ich kack dir echt ins Gesicht. Ich habe immer noch keinen Code gesehen. Wenn du nur wüsstest. Einen hättet ihr aber mindestens schon mal sehen müssen. Was? Nein, ich will aufsteigen, dankeschön. So, es waren mindestens 10 Sekunden, die ich gestanden habe und versucht habe aufzusteigen. Leider Text. Du siehst hier die Tafel, wo der Code eingegeben werden muss. Nee, echt jetzt? Die grünen Dinger, die müssen stimmen. Und raten ist jetzt nett. Ach, dieses grüne Kugel hier. Boeing 747 ist richtig, oder? Nö. Ah, nee, das ist dein Fahrzeug, Augenblick. Moment, das will ich jetzt wissen, ob der es richtig hat. Nö. Ach, noch Fisch. 847? Nö. Boah, was gibt's denn hier alles, ey? Wo kommt. Ja, es gibt viele. Kann ich sie einfach in den Chat schreiben? Und dann würde Juli das sehen, im Zweifel. Ja, okay, aber. Oh, Junge! Warum? Du musst doch nur Zahlen eintippen, oder? Zahlen oder das? Buchstaben oder whatever der Code ist. Oh, ja, muss erst zu den Buchstaben kommen, Junge. Ich geh grad hier durch scheiß Emojis. Wo war denn dieser? Warum ist hier schon wieder so eine Hebebühne, Mann? Weil ich mich wieder hingesetzt habe irgendwo. Wo ist denn dieser behinderte Code? Hä, wo steht denn der Code? Auf einem Schild? Ja. Vielleicht. Oh, als ob ich blind an einem Schild vorbeigefahren bin. Fast. Guck, du musst einfach in meine Aufnahme. Also ihr seid theoretisch. Ihr seid theoretisch schon an zwei Codes vorbeigefahren. Weil natürlich sind. Also es sind drei Codes verteilt, wovon einer richtig ist. What, really? Ja. Ich hoffe, ich halt. Ja, hat's Dings Nico richtig? Moment. Nö. Ah! Netter Versuch. Also gut, ich bin jetzt wieder auf. Ja. Okay, was war nochmal genau deine Aussage? Sind die Schilder auf diesem, nur auf diesem Weg? An diesem irgendwo, Weg. Irgendwo auf der ganzen Strecke verteilt. Kommt doch her. Sind es offensichtliche Schilder oder? Ich kann beantworten die Frage. Es kann sein, dass man von der Distanz her etwas näher dran sein muss, aber ja, es ist offensichtlich. Warum steht hier Niku? Weil es gleich ein Code ist. Ey, aber das sind. Bist du fünf? Das sind 5 Zeichen. Vielleicht ist auch ein Hinweis, du Pissnäcke. Als wenn ich so weit denken würde. Hä, hey, okay. Du denkst, das ist schon mal ein Fortschritt zu Juli, okay? Hä, den Hinweis kapiere ich nicht. Bei dir muss man auch mit der Bratpfanne winken. Ne? Ich habe ja auch gesagt, es sind 3 Codes an der Strecke verteilt, wovon 2 falsch sind. Und die Codes sehen alle so aus, die sind so aufgebaut. Nee. Scheiße. Ja, okay, das ist der offensichtliche. Den habe ich nicht gesehen, weil ich zu früh abgeboren. Ja, weil ich habe eigentlich. Ich habe extra meinen Fahrzeug. Herr Kartoffel, Sie haben den Weg verlassen. Nein. Ich hab auch so in die 1 gedrückt, dann sind die Schubkissen gegangen. Eine minimal radikale Abkürzung. Wie lange denkst du, braucht man mit dem Suchen für. Ich hatte für die Sucherei maximal eine Stunde angesetzt. Danke! Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie lange das schon geht. Wir sind schon gut 10, 20 Minuten dabei. Ah ja, Leon ist da. Ah, das ist schwarz.
Gut, dass ich mir Taschen, wo ich mir Leuchten eingebaut habe. Hast du eine Frage, bevor ich hier hochfahre? Hast du diesen Weg hier eingeplant? Vielleicht. Oh, er ist braun, also. Darf ich ihn auch hochlaufen? Weil fahren wird dann doch eher kompliziert. Moin. Tja. Oh mein Gott, du Drecksauto, Mann. Scheint ja bei allen wunderbar zu funktionieren aktuell. Da weiß ich, wo ich hin muss. Baum! Fuck, ich hab die Zahl vergessen. Das gehört alles zur Strecke dabei. Dazu. Auch da, wo ich bin? Ja, alles brauner Weg. Das hast aber nicht du gebaut hier. Nee, das ist die Map. Ah, okay. Mensch, du Fick-Auto, Mann. Nächstes Mal brauche ich ein anderes. Wäre auch ein bisschen witzlos, wenn du genau exakt das gleiche nochmal baust. Wait, hat man ich glaube, ich gemacht? Weiß, was er meinte mit wir kommen hier teilweise nicht. Ja, Juli, chill. So, Leon, ich mach mich auf den Weg. Ja. Wohin? Weil Leon mich hat durchgerufen. Das gibt's. Wo bist du da oben? Au. Ist auch egal. Ich glaube, es wird mein Meterchen zu Fuß zurück. So. Ja. Boah, Auto, du hast einen Wendekreis wie ein Elefant, ey. Ohne Witz, Mann. Komm mal her. Ist das da oben auch ein Hinweis? Vielleicht. Okay, gut. Oh, fuck off, hier ist der Weg vorbei. Vielleicht ein Hinweis, vielleicht ein falscher Code, vielleicht auch einfach Dekoration. Ja, es wäre schön zu wissen, ob das ein Code oder nicht ist. Shit. Und Judy hat sich auch gerade den kleinen Weg da hochgezwängt, wo Leon vorhin war. Als ob! Oh, hast du es versucht? Nein, Auto! Also es ist eine Person ist schon in die absolut richtige Richtung gegangen, hat ist nur nicht weit genug gegangen. Ja, Leon. Vielleicht. Ja, ich bin da hochgegangen, du hast gesagt, in diesem Volk. Da war Leon schon. Kann ja nur Leon sein. Oh, wait. Oder ich am Anfang. Oh fuck off, Auto. Oh, nein! Genau, fliege links! Was machst du? Nein! Flieg! Fliege links! Flieg! Wir nicht die einzigen sind, die hier Probleme mit uns haben. Alter, mein Auto macht immer ein 360. Na schon, hier ist immer ein Wendehammer. Oh lol! Klatsch. Da drüben. Gibt mit M eine Karte Schaden ein. Boah, ich sehe die zwei Stangen da, die machen mehr Probleme als ich. Ja, eben. Schön, schön. Vor allem, die habe ich noch so, ist mir so eingefallen, weil du meintest, während der Bauzeit da was mit Hindernissen. Da habe ich gedacht, so, oh wow. Stimmt, könnte ich auch noch machen. Wow. Das heißt, du bist selber schuld dran. Das eine wäre das da. kann ich sogar begründen. Ja. Und zwar ist der grüne Pfeil ist aus 23 Blöcken gemacht. Hast du Langeweile? Ja, Alter, hier diese Felder sind grün, dann hab ich halt die grünen Felder von dem Pfeil geteilt. Wirklich? Ich sag das. Nö. Was? Really nicht? Nö. Oh. Da habe ich noch eine Idee, die ich jetzt ausprobieren möchte. Also warte ruhig kurz da oben. So, Leon. Wo sind Sie? Ja, auf dem Weg. Augenblick. Ach, stets bemüht. Wenn in 15 Minuten noch keiner den Code hat, dann gibt's ein
Hinweis. Ein Hinweis? Oh Gott. Also ich nehme jetzt schon seit einer Stunde und 15 auf, also naja. So, da kommt ein Neon. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Was können Sie mir, was haben Sie zu bieten? Nö. Das wäre auch so lustig gewesen. Änderst du wahrscheinlich das Ding in der Mitte ändere? Nee, würde nichts ändern. Auch gut. Ich war einfach zu faul, zu den Buchstaben zu scrollen. Würde nichts ändern, keine Sorge. Gibt's sowas wie ein Fernglas? Nicht, das wüsste. Brauchst du auch nicht. Faden nicht mehr erreichbar. Ich war jetzt an allen Enden von dem braunen Weg. Oh, fuck me. Kann ich dir sagen? Nee, warst du nicht. Lass mich ran, da war Dings schon vor 10 Jahren. Vielleicht. Okay, die Randers ist echt sehr komisch. Ja, ich verstehe es teilweise auch nicht. Wo ist Leon? Ich hab eine Idee. Du hast eine Idee? Ja, musst du da hinkommen. Okay. Ich guck mir noch an, was Judy macht jetzt da. Leon war hier, ich hab seinen Namen hier gesehen. Mhm. Ja, aber da hinten war ich denn schon. Fucking hell, nein, danke schön. Oh Gott, verdammt, noch eins, nein, böse. Oh mein. Hast du das gefunden, not, was ich gesehen habe? Not really. Er hat endlich eine Eingebung. Nein. Warte. Ah, warte, Alter, ich hab's. Leon, du hast schon wieder hier deine behinderte Montage. Alter, hör auf, das hochzufahren! Hast du dir einen Screenshot von den Tieren gemacht? Nein, ich denk grad nach. Ja. Wie weit hab ich's noch? Meine. Du bist jetzt auch in der letzten Kurve. So besser? Glaub. Nico. mein Auto kommt nicht hoch. Okay. Mein Auto kommt nicht hoch. Fuck off. Wenn du richtig eingibst, nö. Und exakt das Slash hat Leon auch schon. Exakt das Slash hat Leon auch schon gehabt. Oh, fuck off. Ich sag doch, wir hatten dieselbe Eingebung. Die 103, das hast du auch schon gehabt. Oh, fuck off. Guck sich erstmal die Gegend an. Ja, Alter, du bist bestimmt so mal Foso und hast das bestimmt irgendwo hier oben hingeblendet. So wie ich dich kenne. Das wäre natürlich auch noch nett gewesen. Okay, gut. Eine Frage. Hatte das irgendeinen Sinn, dass ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein Tipp ist, dass die Lampen unterhalb von Nico unterschiedlich hell waren? Als würde ich soweit überlegen, nee. Doch, würdest du. You fucking would. Okay, aber nee, tatsächlich nicht, nee. Okay. Und wieder runter. Und wieder hoch. Oh, ja, Moment. Au. Was, in 5 Minuten kommt ein Tipp? Als ob's Leon jetzt gefunden hat. Ich hab ne Idee zumindest. Hä, wo bist denn du? Idee. Ich hab Big Brain Time. Judy schaut sich das nochmal von oben an. Oh Gott. Und kürzt wieder ab. Ich hab die falsche Taste wieder gedrückt. Oh Mann, ey. Alter Auto, wie oft willst du dich denn noch umdrehen? 10 Sekunden warten. Nö. Er ist nicht ausgestiegen. Nico, du bist ein... Komm, fahr! Du kannst noch ein Rennen machen nach oben, Judy. Als ob diese Zahlenkombi ist nicht einfach so genommen. Das ist der richtige Code. Nein. Geht's jetzt, Leon? Du hast
Du hast das ganze Spektakel zuerst gefunden. Nein, wieso nimmst du diese Scheißbaureihe? Oh mein Gott, warum bin ich da nicht einfach reingefahren vorhin? Du bist ja auch einmal da reingefahren, aber bist halt ja ein bisschen hin. Ja, natürlich, weil ich dachte, da steht ja gar nichts. Ich hab mir schon gedacht, so, oh, Judy hat's, ja, und dann dreht er um, und dann drehst du einfach um. Oh, ich bin auf deinen Gesichtsausdruck gespannt. Mein Auto schwebt. Oh, yeah. So, oh, das war eine sehr interessante zweite Folge. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so lange dauern wird. Ey, wir sind auch dumm, ja. Also die Aufnahme geht jetzt genau 1:30. Das sind genau 90 Minuten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, den Chaoten dazu zu gucken, wie sie hin und her laufen. Und wie sie sich manchmal echt sicher waren. Oh, jetzt hab ich, ich hab's, ich muss hoch. Und dann oben, nö. Das war das. Hier, fahr mal, ja. Juli. Weg mit dem Streck hier. Und wie fährt sich's? Eigentlich ganz okay. Also. Ich hätte vielleicht geguckt, noch ein bisschen mehr Gewicht hinten zu kriegen, damit du ordentlich driften kannst mit dem Teil. Dann wärst du, echt gut um die Kurven gekommen. Ja, Leon, fahr mal mit meinem. Ja, ich hab's noch nicht versuchen können, zum Glück. So. Eifer, Reck. Jetzt drück mal eins. Und tschüss. Ja, jetzt musst du wieder hochfahren. Oh Mann. Ja. Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ja, nächstes Bis Mal dahin. Ist Leon Moderator. Ist genau. Und Leon dein Moderator? Genau. Wir zwei. Dann habe ich euch zwei Routen navigieren. Ja, oh Gott, ich bin schon gespannt. Du hast ja schon eine Idee, sagtest du. Genau. Dann bin ich mal gespannt, was da kommt. Ach ja, fick. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Alter, mach alles kaputt, ey.